Wahnsinn, der Himmel heute, ne? Verrückt, wie schön der aussieht. Irgendjemand hat hier die Tür aufgemacht und hat mir meine Lichterkette abgemacht. Ach so, das war ja ich. Ja, ich wollte das Kissen hier aufsammeln, weil das ja runtergefallen war. Und habe nicht dran gedacht, dass hier die Lichterkette ist. Hier steht Liams Schiff, also Sofa, weil er da hinten sein Weihnachtsgeschenk hinbekommen hat. Ich muss mich mal darum kümmern. Das sieht echt nicht schön aus. Meine Lieben, hello, hello. Blogger des Jahres. Ich habe aus Versehen mein Intro gelöscht. Und deshalb nehme ich es jetzt nochmal neu auf. Ich muss so lachen, weil mir das noch nie passiert ist, dass ich irgendeine Sequenz gelöscht habe. Aber okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Bevor wir so richtig ins neue Jahr starten, werde ich hier im Schlafzimmer einmal diese abnehmbaren Bezüge eben abmachen und waschen. Die Kissen, die haue ich auch einmal in die Waschmaschine. Hier könnt ihr es ganz gut erkennen. Hier ist meine Emma One Federkernmatratze und hier ist eben der Reißverschluss. Richtig toll, dass ihr eben diese Bezüge abnehmen könnt. Bei Emma gibt es im Moment bis zum 30.01. übrigens ganz, ganz viele Produkte, die reduziert sind. Bis zu 40%, richtig toll. Und die haben mir noch einen weiteren Rabattcode gewährt. Blende ich euch mal ein, der nennt sich Rossella Mia. Da könnt ihr on top eben nochmal sparen. Und damit ihr es mir glaubt, wie sehr ich die Produkte liebe, zeige ich euch die Bestellbestätigung. Es kommen jetzt zwei weitere Topper an für meine Kinder und zwei weitere Kissen. Der Max hat ja zum Weihnachtsfest ein Kissen von mir geschenkt bekommen. Das habe ich ihm eben gekauft, weil er sich es gewünscht hat. Richtig, richtig toll. Und ihr habt die Möglichkeit, falls ihr unsicher seid, 100 Nächte Probe zu schlafen, sozusagen risikofrei, und dann habt ihr einen kostenlosen Versand, beziehungsweise falls es euch nicht gefällt, wird es auch wieder kostenlos abgeholt. Davon gehe ich aber nicht aus, weil die Sachen wirklich absolut bombastisch sind. Und bei Emma gibt es eben alles zum Thema Schlaf, also nicht nur Kissen und Decken, sondern eben auch Matratzen und Betten. Schaut euch da unbedingt mal um. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Schlafen ist eben essentiell, dass es uns gut geht. Schaut da gerne mal vorbei. Ich glaube, das Thema mit dem Schlafen, das unterschätzen eben total viele. Und es ist wirklich super wichtig, also unglaublich wichtig. Tag starten ist eben Schlaf, ein gesunder Schlaf vor allen Dingen, essentiell. Und das wasche ich jetzt hier alles ruckzuck durch. Dann können wir heute Nacht wieder schön gemütlich schlafen. Momo, kannst panieren. Los geht's. Ich versuche jetzt mal hier den Tisch zu dekorieren. Ein paar Sachen habe ich jetzt hier mal hingestellt oder hingelegt vielmehr. Jetzt schauen wir mal, wie es am Ende dann aussieht. Das ist übrigens vom letzten Jahr. So, fertig. Bitte schön, nimm Platz. Kinder. Max, wie findest du das? Stabil. Ja, ne? So, wir sind jetzt soweit ready. Ich muss nur lachen, weil gerade was runtergefallen ist. Wir legen los. Okay, so sieht es jetzt hier aus. Und ich habe noch ein Besucherkind da. Was machst du? 4, 5, 6. Nudeln dir nehmen. Du kannst auch einen Löffel nehmen, ne, Liam?
Haben deine Brüder Chaos hier gemacht, Liam? Ja. Ja. Jetzt wieder alles sauber, ne? Bist du fleißig, Liam? Ich habe überhaupt keine Lust. Ich bin ehrlich mit euch, aber es muss ja gemacht werden. Also ich muss jetzt hier mal die Weihnachtssachen verräumen. Habt ihr schon alles verräumt? Wahrscheinlich schon, ne? Und hebt ihr die restlichen Kerzen auf, also die, die übrig geblieben sind, also die Reste quasi, hebt ihr das auf? Meine Güte, die deutsche Sprache, ne? Ihr hört's, ich bin schon wieder erkältet, kann mich kaum artikulieren. Jedenfalls heb ich die auf, also ich mache das Band hier weg. Und ja, dann zünden wir sie halt zwischendurch immer mal an, denn es wäre viel zu schade, die so komplett wegzuwerfen. Vielleicht basteln wir auch was Schönes. Mal schauen, die waren echt super teuer. Die habe ich bei Deko Andreas gekauft. Jedenfalls mache ich die dann ab. Das hier wird alles entsorgt, logischerweise. Hier, der war ja echt der Kranz. Also das hier wird natürlich alles aufgehoben. Das hier aber, ja, der Kranz an sich, der wird natürlich entsorgt. Der hängt auch schon echt böse. Die Flügel. Hier habe ich jetzt noch die ganzen Sachen von Silvester drinne. Das kann dann runter. Das hebe ich natürlich hier oben noch auf. Blümchen wurden mir gebracht. Da habe ich mich sehr gefreut. Hat was von Frühling, ne? Ja. Und hier sind auch noch Weihnachtssachen. Das ist der Adventskalender vom kleinen Liam. Das packe ich jetzt hier ein, verräume es dann gut, dass wir nächstes Jahr wieder Freude mit haben. Und dann muss ich zuschauen, dass das Sofa da hinten in Liams Zimmer kommt, denn wir haben Platz gemacht. Liams Schrank ist rausgekommen, den haben wir jetzt verschenkt. Und er hat ja den Einbauschrank, kann ich euch später dann noch zeigen. Jedenfalls ist jetzt wieder schön viel Platz, sodass das Sofa hin kann. Da drüben steht nämlich Liams Geschenk, was er zu Weihnachten bekommen hat. Oh mein Gott, draußen regnet es schon wieder. Das ist echt traurig. Jedenfalls mache ich jetzt hier mal weiter. Und ja, der Tannenbaum, kann ich euch auch zeigen. Der sollte jetzt so langsam hier auch mal verschwinden, ne? Also, ich habe es euch ja schon im letzten Video gesagt, der hängt böse seine Flügel. Tada! Ja, naja gut, Weihnachten ist ja auch rum, ne? Die hier waren so süß. Mega schön, oder? Ja, jetzt sieht er wirklich richtig heftig zerpflückt aus, weil ich natürlich überall dran gekommen bin. Und das ist das Endresultat. Jetzt ist nur leider keiner da, der mir hilft, den Baum rauszutragen. Und der ist mir zu schwer mit meinem Arm. Geht es leider gerade nicht, also muss ich kurz warten. Kugel kaputt gegangen. So viele Kugeln sind dieses Jahr kaputt gegangen, unglaublich. Ey, wie zerrupft der aussieht. Meine Lieben, hello, hello. Neues Jahr, neues Glück. Nein, alles Gute im neuen Jahr, meine Lieben. Der erste Tag. Ich sag's euch, ich bin so fertig. Die Nacht war kurz und alle meine Jungs schlafen noch. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nutze kurz die Zeit und lackiere mir die Fingernägel. Die sehen nämlich wirklich richtig zerstört aus, weil ich es einfach nicht geschafft habe, im letzten Jahr, wie sich das anhört, meine Fingernägel zu lackieren. Und ich habe mir gedacht, ich mache die Kamera an und quatsch noch eine Runde mit euch. Ich hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid und natürlich fürs neue Jahr nur das Allerbeste für euch. Gesundheit, ganz viel Liebe, Zufriedenheit und auch eine Portion Glück darf nicht fehlen, ne? Ist klar. Ja, wie gesagt, die Nacht war kurz für mich vor allen Dingen, aber so ist es halt. Die Jugend hat bei uns gefeiert, ich habe mich total gefreut und es war auch wirklich richtig schön. Die sind dann um kurz vor Mitternacht hochgekommen, also die Garage hat gebrannt gefühlt, also es war wirklich die Hölle los, alle Freunde, nicht alle, alle meine Kinder mit ihren Freunden, ein paar Freunden, haben eben bei uns gefeiert und ihr könnt es euch vorstellen, es war sehr laut,
Ich habe dann regelmäßig mal runtergerufen, sie sollten bitte mal das Garagentor schließen, damit sich keiner beschwert. Aber ich muss sagen, wir haben sowieso total coole Nachbarn. Die haben nichts gehört. Wir haben uns vorhin mit ein paar unterhalten, haben uns ein frohes neues Jahr gewünscht. Und ich habe aber zugeschaut, dass ich direkt am Morgen zusammen mit meinem Mann, ihr habt es ja gesehen, die Straße sauber bekommen. Die hat nämlich richtig zerstört ausgesehen. Und natürlich für alle Hater, die jetzt sagen könnten, das hätten ja deine Kinder auch selbst machen können. Ja, das ist richtig. Aber die schlafen halt noch. Und ich möchte nicht, dass die Straße erst, keine Ahnung, um 4 Uhr sauber gemacht wird. Also es muss nicht sein. Es waren wirklich viele da und ja, dementsprechend sah halt auch die Straße aus. So ist es. Und deshalb habe ich das übernommen, zusammen mit meinem Mann. Der Liam hat ja auch ein bisschen geholfen, aber die Garage an sich und hinten die Shisha-Lounge, in der sie ja gefeiert haben, müssen sie selbst sauber machen. So sieht's aus im Puppenhaus. Ihr könnt mir ja mal erzählen, ob ihr Vorsätze habt fürs neue Jahr. Also ich bin nicht Team Vorsätze, weil ich bin so ins neue Jahr gerutscht, als wäre es halt so, ja, also es ist für mich kein Unterschied, ne? Ich mache mir nie Vorsätze, weil, was willst du machen? Willst du dein komplettes Leben umändern? Ich meine, klar, du kannst dir Vorsätze, also du kannst dir was vornehmen im Sinn von vielleicht gesünder ernähren, mehr Sport machen, solche Sachen. Mehr vielleicht was für sich selbst machen. Ich bin da nicht so der Typ dazu, ne? Mir irgendwelche Sachen vorzunehmen. Aber das könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben. Ich wollte allerdings, da bin ich auch ehrlich, mir noch mein Vision Board machen. Das habe ich nicht geschafft. Das ist jetzt sowas zum Beispiel, was ich so mache, wenn das Jahr neu startet. Aber ganz ehrlich, bis aufs Datum ändert sich ja im Prinzip nichts, oder? Man kann ja immer mit den Vorsätzen starten, auch während des Jahres. Es ist vielleicht rein vom Kopf her nicht so einfach, aber ja, ihr wisst hoffentlich, wie ich es meine. Ich wollte euch übrigens auch noch fragen, ob ihr, jetzt habe ich vergessen, mir den Daumen abzuschminken, vor allen Dingen, ja, wie gesagt, die Nacht war kurz, so sehe ich auch aus, ne? Sehr zerstört, so wie die Straße ausgesehen hat. Jedenfalls könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben, damit ich meine YouTube-Planung mal voranbringe, welche Videos ihr euch denn von mir wünscht. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Videowünsche in die Kommentare, damit ich da weiß, wohin die Reise geht. Da tue ich mir unglaublich schwer, eben vor allen Dingen auch die letzten Monate. Habt ihr ja mit Sicherheit auch gemerkt, es kam ja relativ wenig von mir. Und gut, ich meine, das letzte halbe Jahr bin ich eh durch die Hölle gegangen, aber Thema Wechsel am besten. Ja, das war ein bisschen unschön. Aber auf Insta ist es nochmal eine andere Geschichte, weil da nehme ich euch ja wirklich ja, so gut wie jeden Tag mit. Ich hatte bisher einmal eine Pause von einer Woche. Das war allerdings, als meine Schwester gestorben ist. Ja, ansonsten nehme ich euch immer fleißig mit. Ja, und bei YouTube ist es halt nochmal ein bisschen anders. Aber bevor ich es vergesse, ich wollte euch ja noch Liams Schrank zeigen. Das Sofa, welches hier vor mir gestanden ist vorhin, haben wir rübergetragen. Hier steht Liams Weihnachtsgeschenk. Ist auch richtig schön. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr es sehen möchtet. Ich möchte jetzt kein großes Fass aufmachen. Das ist was relativ Großes. Hate ist da. Aber er hat von uns auch nichts zum Geburtstag bekommen. Und er spielt ja wirklich mit ganz, ganz vielem von seinen Brüdern. Ihr wisst ja, dass ich immer regelmäßig runtergehe in den Keller, weil ich nichts, so gut wie nichts wegwerfen konnte von den großen Brüdern, und hat er wirklich super viel, ne? Die Sachen sind zwar dann 15, 16, 17 Jahre alt, die Sachen, die noch gut sind und in Schuss, die habe ich halt einfach für den Liam aufgehoben. Und die großen Jungs sind auch wirklich total stolz, wenn sie die Sachen dann sehen und sagen, ey, cool, das weiß ich noch, damit habe ich gespielt und so. Ja, und deshalb haben wir jetzt hier was Größeres gekauft. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne, ich möchte da jetzt gar nicht zuvorkommen, schreibt es mir einfach, wenn ihr es sehen möchtet. Ich habe es auch noch nicht auf Insta gezeigt, weil wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen schwierig mit dieser Hate-Wellen, die so immer mal wieder rüberkommen. Ja, schwieriges Thema, ne? Ja, aber ich lackiere mir jetzt mal die Nägel fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn sie trocken sind, nochmal. Aber in der Zwischenzeit zeige ich euch jetzt den Schrank, blende ich euch schon mal ein. Hier ist das besagte Sofa, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Es hat übrigens damals der Gianluca bekommen für sein Zimmer, also ist auch schon 15 Jahre alt.
ist von Haber. Oh mein Gott, ich habe das so geliebt und wollte es unbedingt kaufen. Die Decke hier übrigens ist von meiner kleinen Schwester. Ein Erbstück. Halte ich natürlich in Ehren. Da war sie als Baby drin gelegen in dieser Decke. Ja, richtig schön. Das ist übrigens das erste Stofftier vom Liam. Ja, ich wollte euch aber eigentlich den Schrank zeigen. So sieht er aus. Also es ist, wie gesagt, ein Einbauschrank. Ich meine, ich hätte ihn euch auch schon mal gezeigt. Gott, ich liebe ihn. Das sieht so toll aus und da ist so unfassbar viel Platz. Ich kann euch ja mal den Schrank einblenden, den der Liam davor hatte. Kein Vergleich, vor allen Dingen andere, weil seitlich eben viel Platz war und ich da nicht wusste, was ich hinstellen soll. Und so habe ich jetzt einen riesen Schrank und kann ganz, ganz viel unterbekommen. Und der Schrank, den wir eben davor da hatten, musste dann hierhin weichen, bis er eben abgeholt wurde. Und er hat auch unfassbar viel Platz dann hier auf der Seite weggenommen und stand halt im Weg rum. Und jetzt bin ich froh, dass er abgeholt wurde. Ja, dass ich jetzt hier das Zimmer wieder ordentlich aufräumen kann. Ja, hier liegt nämlich ganz viel Zeug um mich rum, aber das zeige ich euch natürlich nicht. Ein kleines bisschen zeige ich euch. Für mehr Realität, ne? Und da ist der kleine Liam, der wartet, dass er sich aufs Sofa setzen darf. Da wir jetzt noch eine Runde Buch lesen, machen wir immer hier auf dem Sofa. So, so viel zu Liams Kinderzimmer. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal an dieser Stelle. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich, während ich meine Fingernägel lackiert habe, ziemlich viel gequatscht habe und die Sequenz sehr lange geworden ist. Aber auch dazu könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal euer Feedback schreiben, eben in die Kommentare, ob ihr gerne längere Videos schaut oder ob sie etwas kürzer sein sollen. Also so, keine Ahnung, im Schnitt 15 Minuten oder ob sie auch länger sein dürfen. Ich bin ja so eine kleine Labertasche, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Jedenfalls hoffe ich, dass euch die Eindrücke in diesem Video gefallen haben, dass ich euch mitgenommen habe in unserer Silvesternacht und von meinem zerstörten Wohnzimmer mit dem Baum. Das ist auch echt heftig gewesen, wie der ausgesehen hat. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt nur das Allerbeste. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.